Der TSV Neumarkt spielt auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West. Das Ziel, welches die Flachgauer verfolgen, ist klar definiert. Ganz klar der Nichtabstieg. Ja, auf jeden Fall Nichtabstieg. Der Trainer gibt sich für die neue Saison zuversichtlich. Die Mannschaft trainiert sehr, sehr gut. Sie ist stark verjüngt. Und wir glauben an die richtigen Positionen richtig verändert. Mit sehr viel Engagement. Und ja, sind alle super bei der Sache, wir sind gut am Weg. Die Neumarkter haben sich mit Andreas Bachleitner im Tor sowie mit Sandro Alice-Hajic und Adis Cihic im Mittelfeld verstärkt. Daniel Kreuzer soll für die nötigen Tore sorgen. Wir glauben, dass wir eben in dieser Zusammenstellung des Kaders das bewerkstelligen können und auch ganz sicher werden. Wie ich jetzt von Monze nach Oberhofen zu meinem Heimatverein zurückgegangen bin, da habe ich mich eigentlich weniger wohl gefühlt, weil ich vor der Liga wieder einen Schritt nach hinten gemacht habe, nach unten. Und wie ich eigentlich schon einmal gerechnet habe damit, dass ich eventuell nur aufkommen konnte, da hat auf einmal der Jimmy Heike angerufen. Und das hat nachher eigentlich relativ schnell und gut hingehaut. Mein persönliches Ziel ist den Rekord von letztes Jahr, die 40 Punkte, dass wir mehr machen. Und nicht absteigen dann natürlich. Ja, das ist logisch. Für den TSV Neumarkt geht die Saison gegen Kufstein los.